Hey ho und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Darksiders 2, liebe Freunde des gepflegten Let's Plays. Wir haben endlich Weihnachten hinter uns gebracht, die Folgen gehen weiter. Am Privatspielstand bin ich indes auch immer nicht weitergekommen, ich hatte ein bisschen was zu tun die letzten Tage. Die Reise bis hierher. Eine große Arena voller Blut. Ein erschlagener Riese, ein Tribut in voller Höhe gezollt. Doch bevor der König unserem Reiter hilft, muss er seinen Hof der Toten haben. Und ich hoffe auch mal, dass das Christkind fleißig war bei euch. Ich hätte mir ja ehrlich gesagt etwas Skill für Darksiders gewünscht, aber gab's leider nicht mehr. Ich will zuerst erstmal einen Händler aufsuchen. Zwei, ja, ganz. Von wo sind wir gekommen? Ich hoffe mal, wir sind ja einfach richtig. Nein, sind wir nicht. Okay. Und dann eben hier. Ja, also Weihnachten, wie gesagt, vorbei. Und damit steht auch schon Silvester vor der Tür. Ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wir werden 2012 garantiert überleben. Also zumindest jetzt so das Jahr an sich. Und die Erde wird sich 2013 weiterdrehen. Wie ich es euch auch schon im Loki Let's Play irgendwo rund um Folge 70 erklärt, schrecklich demonstriert habe. Und zwar war das, glaube ich, Folge 72. Die Folge hieß auch ganz selbsterklärende Weltuntergänge. Wo ich generell ein bisschen aufgezeigt habe, wie oft die Welt denn eigentlich schon untergegangen ist. Beziehungsweise untergehen sollte. Da war der Dungeon, ja. Yep. Ich bin am Pfosten, Leute. Es gibt auch die Schnellreisefunktion. Ich hätte mir sogar den ganzen Lauf durch den Dungeon ersparen können. Naja. Ist echt ein Wulgrim? Bei dem bekomme ich aber keine Tränke, wenn ich mich richtig entsinne. Komm näher und sieh, was Wulgrim zu bieten hat. Frische Waren. Das zählt alles als Tränke, okay. Wobei wir hätten ja Gold genug. Ein. Plus ein bisschen was, das wir verkaufen. Ja, es dauert jetzt ganz kurz, tut mir leid.
102.000. Ja, wir haben genug Gold. Ich denke mal, okay, dafür haben wir zu wenig Dirhams, aber da, die könnten wir uns leisten. Ja, das sieht ja schon ganz nett aus. Ausgezeichnete war. Es ist nur noch die Frage, ob das besser ist als unser Gegenstand. Ich habe jetzt auch im Privatspielstand noch ein paar Dinge bei Wulgrim. Ein bisschen weniger verteidigen. Dafür wird das alles andere hier ordentlich hochheben. Hey, Wertstoffsammler ist mal wieder online. Der spielt gerade Dead Island, okay? Wertstoffsammler sollte man ja aus dem Let's Play Together, Left 4 Dead 2 kennen. Falls man es geschaut hat, falls nicht, muss man natürlich nicht kennen. Ah, also ich will keine Tränke. Boah. Wie? Das gibt's doch nicht, hey. Sorry, Leute, aber da muss ich jetzt ganz dringend nochmal. Baum des Todes. Hier ist ein Thron, ist okay. Höhle des abgesetzten Königs gehen. Verzeihung. Hm. Hier. Ewiger Thron. Da wollen wir hin. Da gibt's einen Händler. Und hier können wir auch trainieren. Dazu kommen wir auch gleich. Draven erwartet uns. Sieh dich nach Belieben um. Ich weiß. Mal schauen, was das sonst noch so im Angebot hat. Hammer des Frosts. Hm. Wird sogar ganz nett. Verzeihung. Ja. Wird sogar ganz nett Schaden klopfen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was Draven so zu bieten hat. Der fahle Reiter in Fleisch und Blut. Das nennst du das Reich der Toten? Ich habe noch keinen Leichnam getroffen, der nicht versucht hat, mich zu töten. Es gibt Wesen in diesem Reich, die es nicht beim Versuch belassen. Ich nenne sie die Blutlosen. Albträume aus Klauen und Knochen, die nicht mit gewöhnlichem Stahl erschlagen werden können. Es muss eine Möglichkeit geben, sie zu töten. Blutlose sind verwundbar durch Dinge des Geistes. Gleiches tötet Gleiches. Ist es das? Ja. Und da der König der Toten sehr angetan ist von seinen Blutlosen, solltest du so viele wie möglich töten. Wie entstehen diese Blutlosen? Seelen müssen die Stadt der Toten durchqueren, bevor sie im Quell neu geboren werden. Aber manche entkommen ihren Qualen und suchen andere Reiche heim. Und so wandeln die Toten wieder. Und die Verdorbensten unter ihnen werden zu Blutlosen. Ihr Fleisch kann vernichtet werden. Aber ihr Geist widersteht dem Töten. Ich sollte ja auch etwas öfter mit mit den anderen Leuten sprechen. Also ich habe ja da, ich hau einfach mal ein paar Moves rein. So. Außer das Handschuhtraining haben wir jetzt hier alles. Mögest du am Blut deiner Gegner ziehen. Okay. Wir haben Tränke, wir haben sonst auch so ziemlich alles. Ein Haufen neuer Moves und Waffen-Upgrade-Möglichkeiten.
Insofern denke ich mal, könnte ganz lustig werden. Es soll ein Hammer dastehen, also. Aber dass sich die Kamera immer so runter bzw. rauf dreht, je nachdem wie man nicht fährt, finde ich auch ehrlich gesagt eher unpassend gelöst. Aber ist okay, ist ein Darksiders. Das war beim ersten Darksiders in diesen Kampfsequenzen in den Fahrstühlen nicht so. Das ist garantiert. So. Ich habe mich übrigens auch wieder mal ein bisschen schlau gemacht bezüglich der Pharisäer. Ihr wisst ja, der Typ, den wir bekämpfen sollen, heißt der Pharisäer. Die letzte Folge hieß ja auch so. Und dementsprechend habe ich mich einfach mal ein bisschen schlau gemacht, was die diversen Infoquellen, die ich so habe, diesbezüglich dazu sagen. Generell ist es so, die Pharisäer werden manchen von euch was sagen. Das ist nämlich ein Volk aus der Bibel. Also ein Volk, das in der Bibel vorkommt. Und zwar sind die Pharisäer eine, ich zitiere, theologische, lebenspraktische und politische Schule im antiken Judentum. Wem das jetzt nichts sagt, ja, wundert mich nicht. Muss man sich ein bisschen mit den verschiedenen Glaubensrichtungen befassen, damit man da auch ein bisschen mitkommt. Okay, ich kümmere mich jetzt trotzdem mal über den Boss hier. Und dann erkläre ich noch ein bisschen weiter drüber. Wie gesagt, ich habe mir zu Weihnachten ein bisschen Skill gewünscht. Ich hoffe, ich habe ihn bekommen. Mal schauen. Du störst meinen Schlummer. Du hättest dein Grab niemals verlassen sollen. Ich war noch nicht in einem Grab. Du störst meinen Schlummer. Ups. Das mit dem nicht treffen lassen muss ich noch üben, ja? Aber ich denke mal, ja, das ist gut. Und da wird es hätten. Und wieder geerntet. Ja klar, es liegt hier ein Heil. Es liegt hier ein Heil. Du kannst nicht ändern, was bevorsteht. Okay. Aber ich ganz ehrlich dazu sagen muss noch, mittlerweile ähnelt Darksiders 2 mehr einem Zelda als einem Devil May Cry. Also der erste Teil war ja relativ ausgeglichen. Hatte große Teile von beiden Spielen. Aber der Teil jetzt. Was? Wie bin ich jetzt gestorben, hä? Ich hatte einen Heiltrank reingeworfen. Die Reaper-Gestalt hätte ich auch noch, ich weiß. Aber ich denke, wir gehen auch so ganz schnell runter gekommen. Uiuiui.
eine schöne Aura, die mir zusätzlichen Schaden gewährt. Ach du Schande! Fahren lassen von meine ich kollege noch gerade, oder? Oh oh. Jetzt reicht. Nach? Ja. Dann werde ich dich zu deinem König bringen. Ich stehe zu deinen Diensten.